Moin moin meine Lieben, der TSP3 bekannt mit einem neuen Let's Play Video zu Trains in World 3 auf meinem Kanal. Heute fahren wir eine kleine Runde Köln Aachen. Wie ihr schon seht, wir fahren die S19 nach Blankenberg an der Sieg. Gefahren wird mit einer Baureihe 423 Doppeltraktion mit 278,1 Tonnen Gewicht. Wir sind 8 Wagen im Zug und haben eine Länge von 132,80 Meter. Und wir fahren von Sindorf nach Köln Hauptbahnhof. Wir fahren um 8:45 morgens. Es ist Berufsverkehr. Und ja, wir fahren auch, während ich das hier gerade starte, mit einem besonderen Repaint, was es bei mir schon im Creators Club gibt. So, die ZZA muss auch richtig sein. Das ist nämlich noch falsch. Ich will das gerade noch ändern. Ich muss das noch ändern. Haben wir das überhaupt hier drin, Blankenberg? Jetzt muss ich gerade gucken. Blankenberg. Wir können aber gerade mal die Türen aufmachen. Na, mach die Türen auf. So, den können wir auch schon nach vorne legen. Bergisch Gladbach, das ist falsch. Stormarken ist auch falsch. Obwohl, wir können auch Siegburg, Flörden, Rosbach. Na, steht aber Troisdorf. Wir fahren aktuell fährt die S-Bahn ja bis Troisdorf wegen Bauarbeiten an der S23. S23 sage ich schon. An der neuen S-Bahn-Strecke Richtung Bonn. So, wir machen die Türen zu. Das hat er auch schon gemacht. So. Genau, gibt uns jetzt Fahrt. So, dann müssen wir sagen, fahren wir auch ab. Ja, Kollege, für dich ist jetzt zu spät. Für dich ist leider die Tür schon zu. So, Ausfahrt 80. Und wie gesagt, ich fahre auch ohne SIFA-PCB, weil ich mich noch nicht so mit der Zugsicherung auskenne. Klar, SIFA könnte ich anmachen, aber egal. So, gefahren wird mit dem KFL 423er, den ich selber als Privatfirma habe. Ja, hier steht schon der Kollege mit Doppeltraktion. So, aber wir müssen ja jetzt halb anhalten, wir fahren ja früh morgens. So, unser nächster Halt ist Horn. Dort wird die S12 Richtung Hennef. Morgens aktuell auch mit einer Doppeltraktion 420 aus S-Bahn Rhein-Ruhr. Und ich werde mir auch nicht so nah dem Fahrplan hinterher rasen, weil der Fahrplan ist eh nicht original. Weil ich hier Plan soll man eigentlich ankommen 9.18 Uhr, was falsch ist, denn die S-Bahn fährt nicht um 18 nach in Horim, da fährt die um 26 erst. Keine Ahnung, was sich die DTG bei dem Fahrplan gestellt hat. Ich komme hier aus dem Raum Köln. So, ich hoffe einfach, dass die Strecke nicht abstürzt in Köln. So, hier links das Abstellgleis der S12. Wo auch die 423er abgestellt werden oder die 420er, je nachdem was für ein Kurs drauf fährt. So, Horem, Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. Kommt schon der nächste Kollege Richtung Düren. Wir haben heute auch nur Dienst bis Köln Hauptbahnhof. So, wir machen die Türen auf. Auch dieses schöne Quietschen. Ach, das gefällt mir so sehr. So, aber guck, das ist unmöglich zu machen mit einer S-Bahn. Oh, schön, der Kollege fährt schon ab. Fenster können wir aufmachen. Ja, holo. War ich eigentlich nie runter, aber jetzt mache ich es mal runter. So, Kollege fährt schon ab. Wir fahren jetzt auch ab. Türen zu. So.
So, nächster Halt ist Frechen Königsdorf. Das ist nämlich der erste Stadtteil von Köln. Ja, Frechen Königsdorf liegt schon in der Stadt, also im Bezirksgebiet Köln. Hier kann man auch zum Beispiel noch rüberfahren von Horrem. Denn morgens hält hier auch ein Verstärker RE, der auf der S-Bahn hält. Der fällt aber um, was weiß ich, wie viel Uhr morgens. So, jetzt kann man da noch ein bisschen zumachen. Nicht Tür, Fenster dazu. Ah, eine 185.2 von Raelion. Mit einem vollen Autozug. Schön, schön, schön. Hier die Auswurfsgleise, also wie sie, also die Ausrollgleise für die Schnellfahrstrecke. Hier oben die Bewerfungsbrücke der RB 38 Kongobahn zwischen Bedburg und Köln-Messe-Deutz. Früher gefahren von 628ern, heute von 644ern. Ja, und zum Thema 628 wollte ich auch nochmal mit euch sprechen. Ich hoffe, ich bin jetzt noch ein bisschen laut genug. Wenn ihr dieses Video seht, ist am kommenden Donnerstag der Preview-Stream der Strecke Mainz-Koblenz. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, wie die TG die Baureihe 103 und auch die neue 110 gemacht hat. Also ich kann wieder mal meine KFL-Version wieder überarbeiten oder halt wieder neu machen. Yippie, freue ich mich drauf. So wie die N-Wagen, da hoffe ich auf ein paar mehr Ziele. Aber darauf zu einem anderen Video. Aber kurz gesagt, 628er fuhren halt auch auf der RB 38. Die soll bis 2030 zu einer S-Bahn umgebaut werden. Das heißt, dort werden dann auch die 644er abgeschafft und durch neue Fahrzeuge der S-Bahn Köln ersetzt. Mein Wunsch ist es halt noch, dass die S-Bahn Köln 430er bekommt. Das ist meine absolute Lieblingsbaureihe nach dem 423er. Also sogar ein bisschen mehr als der 422er. Aber wir sollen so ganz hochmoderne Fahrzeuge kriegen, wo ich so nicht so der Fan von bin. Aber naja, das soll mir egal sein. Und was ich auch noch kurz mit euch besprechen wollte, ist tatsächlich, das wurde auch schon bekannt gegeben, dass der 628 von der Nidertalbahn tatsächlich auch für den 423, sag ich schon, für die Strecke Mainz-Koblenz fahrbar sein wird. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, wie das funktionieren soll. Aber es wäre halt schon lustig, so von Mainz nach Koblenz über die linke Rheinstrecke komplett mit 628.2. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Das könnte ich mir schon echt gut vorstellen. So, die Tür direkt wieder zu. Wir haben hier jetzt schon eine Minute Verspätung, fast. Eieiei. So, Tür zu. Da kommt ein RE1. Noch von DB in echt schon National Express. Geschoben bzw. geschoben von einem Feuerstuhl. Baureihe 146. Früher mit 6 Wagen, jetzt mit einer Doppeltraktion, die COHC. Und was ja auch aufgetaucht ist, ist tatsächlich über den DTG-Discord und auch über YouTube jetzt Fahrzeugmods für TSW. Ich sag extra Mods dazu, weil bis jetzt wurden tatsächlich eine rumänische CFR Class 40 veröffentlicht und auch eine Vectron soll geplant sein, eine 152 und ein Velaro D. Also für die Zukunft, für die Konsolisten ist das sehr mies, weil Fahrzeuge halt auch gerne für Konsolisten gerne verfügbar sein werden, aber das glaube ich nicht. Aber meine Meinung dazu ist halt, ja, wenn die Entwickler das möchten und so machen wollen, soll mir das ja egal sein. Ich finde es sehr cool. Alleine, ich glaube, der Vectron soll so schon fast Entschuldigung
etwas funktionsfähig sein. Der soll auch schon, meine Güte, Licht und so funktionieren. Und es soll angeblich nur so ein Replacement-Modul sein. Also ein Fahrzeug, was ersetzt worden ist. Also ich habe gelesen, dass es der Taurus ist. Oder die 185. Also eins von den beiden auf jeden Fall. So kurz nebenbei können wir in West. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahnlinie 1 nach Bensberg. Auf jeden Fall, ich finde das sehr cool. Aber leider für die Konsolisten nicht fahrbar. Weil es gibt auch schon ein Szenario mit dem Velaro D. Das kann man auch noch nicht fahren. Also es ist sehr, sehr schade, dass die Konsolenspieler so ein bisschen hinterher leiden. Jetzt wird den Creators Club ja ein bisschen besser. Durch einige Entwickler, die halt den unbegrenzten Layer-Mod zum Beispiel benutzen. Da funktioniert das ja. Aber für Konsolisten zum Beispiel mit dem Logo-Pack, da hat man dann einfach mal kein DB-Logo oder so drauf. Das finde ich ein bisschen schade, das könnte man aber nochmal machen. Aber egal, zurück zu den Bildern, die aufgetaucht sind. Zur Vectron ist ein sehr, sehr hoch gewünschtes Fahrzeug von mir für die Konsole. Weil eine Vectron hat man halt mal nicht so oft in TSW. Und ich glaube, in Trains Over Later gibt es die auch erst seit knapp einem halben Jahr von K-Trains. Und wie gesagt, die ganzen Probleme, jetzt zum Beispiel für die PlayStation 5 ist der Add-on Manager ja erschienen. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, damit die PlayStation 5 Spieler schon mal wieder ein bisschen besser spielen können. Und ja, für die anderen Konsolen ist der auch geplant, aber das ist noch Zukunftsmusik. So, das am Rande, was ich mit euch bequatschen wollte. So, okay, Löwe nicht. Ich habe heute Umsteigemöglichkeiten zur 141 und 143 der KVB. So, Türen auf. Die auch wieder eine Ausfallweiche mit Prellbock. Jetzt habe ich den Namen richtig. Für Güterzüge werden die ja hier auf Seite genommen. Für die ICEs und REs. Für den RE1 Aachen Hamm und den RE9 Aachen Siegen. Sowie die ICEs Richtung Brüssel und Frankfurt und den Thales. Sowie auch jetzt einzelne Eurocities und Intercities und Nightjets. So, nächster Halt, Köln-Müngersdorf Technologiepark. Wieder Anschluss zur KVB-Buslinien. Und ja, die DB-Fahrer auf der S-Bahn fahren so. Immer schön Knallgas. Achso, was ich auch noch mit euch ansprechen wollte, ist, es geht um die Baureihe 420, die bei TSG ja noch in Bau ist. Er hat in einem Forum mal geschrieben, da kommt nebenbei der Kollege, dass die 420 so Ende März fertig sein soll und dann zur DTG geschickt werden soll. Meiner Meinung nach ein sehr schönes Fahrzeug. Ich hoffe einfach, dass das Fahrzeug auch ein bisschen für die anderen Strecken verfügbar sein wird, was ich eher nicht so denke.
Aber halt, das ist wie bei dem Kölner 423er zum Beispiel, dass der Zugzielanzeigen auf jeder Strecke machen kann. Das wünsche ich mir sehr gerne, weil dann könnte man auch einen S-Bahn Köln-Repaint machen und den mal auf der S12 fahren lassen. Was auch noch rausgekommen ist, das ist vom lieben Matt, Grüße hier an DTG. Er hat er hat ein Forum-Post geöffnet, wo man seine Formationen wünschen kann, die man jetzt für das Spiel wünschen kann. Und natürlich habe ich mir ein paar gewünscht, worunter zum Beispiel eine Dreifachtraktion für den München-Augsburg 423 ist. Da unten steht zum Beispiel der RB 27, müsste der 27er sein. Was ich mir noch gewünscht habe, ist zum Beispiel der N-Wagen-Kurs, also der N-Wagen-Fuhrpark mit weiteren Loks, wie 182, 185, was es ja auch gab. Und der gute alte Trabi, also Baureihe 112 und 43. Sowie auch den Taurus, also wie gesagt, den MRCE Taurus, den Displok Taurus und auch den DB Taurus, ja, den Rapid Transit Taurus, weil der fuhr auch mit Intercity-Wagen. Und das habe ich mir halt gewünscht und ja, jetzt heißt es einfach mal abwarten und Tee trinken. So, Technologiepark, ein sehr bekannter Umsteigepunkt für die Schülerinnen und Schüler der naheliegenden Schulen und Universität. Ja, hier gibt es auch eine Universität, Technische Hochschule. Da ist auch ich früher, bin ich da auch früher immer hingegangen. Ist für mich sehr schön gewesen. Finde die Schule schön sauber. Und die Lehrer waren auch so praktisch. So, nächster Halt müsste schon Ehrenfeld sein. Das müsste schon Ehrenfeld sein. Genau, Köln-Ehrenfeld. Dort hat die S12 auch ihren Endpunkt, nämlich für die Kurzläufer, das heißt für die Einzelwagen 420 und 423. Dort ist auch Anschluss zur S-Bahn S19 sowie S12 zum Regionalverkehr. Was kommt mir da denn Schönes entgegen? 187 mit endlich neuem Sound, ey. Ach Leute, es ist so schön, die nicht mehr mit dem ganz lauten Sound zu hören, ey. Ja, und was halt auch dort Anschluss ist, ist die KVB-Linie 3, 4 und 13 sowie die Buslinien 141 bis 43. Sehr bekannter Brennpunkt in Köln, Ehrenfeld. Auch Hochburg fürs Karnevalsfeeling, denn dort gehen, ich glaube, zwei Züge durch, der aus dem Ehrenfelder Bereich und ich glaube, der aus Nippes. Hier noch ein Quietschi. Hauptstrecke Rhein-Ruhr, nicht Bremen-Oldenburg. Hauptstrecke Rhein-Ruhr. So, und jetzt sehe ich gerade, wir haben Rot. Also normalerweise müsste vor uns was fahren. Normalerweise. Nee, vor uns fährt aber nichts. Ist ja komisch. Ich fahre doch bis. Ja, wir fahren eigentlich bis Hauptbahnhof. Oh. Ja. Das ist super, dass es jetzt anfängt. Also es jetzt anfängt zu schneien im März. Und so, ach, wir sind zu früh, sehe ich gerade. Ja, die Solo-Quietschi-Zeiten immer hier. Ja, zu viel sage ich auch immer Quietschi. Ich sage zu dem immer Groß-Quietschi. So, und einmal Stopp. Und das hat mir gerade noch gefehlt, ey. Obwohl, für dieses Wochenende soll ja auch wieder schnell angekündigt sein in Köln. Das wäre schön. Ich brauche ein bisschen mehr Speed auf dem Wischer. Das scheint nämlich ein bisschen mehr zu werden. So, wir können zumachen. Denn der nächste Haltepunkt ist Hansaring. So, Köln-Hansaring. So, das ist zum Beispiel auch falsch. 9:36 Uhr ist falsch. Denn 9:38 Uhr kommen wir nämlich eigentlich erst an. Denn wir fahren kurz nach der S11 Richtung Düsseldorf aus, beziehungsweise ein. So, genau hier ist das Ausweichgleis. Meine Güte. Jetzt habe ich es eh. Und ich sehe, wir haben in 1,6 Kilometern Rot.
Das ist nämlich falsch. Das ist falsch. Ach, DTG. So, wir dürfen immer noch 80. Weil wir kommen eigentlich 38 an. Und die S11 Fahrtrichtung Düsseldorf fährt eigentlich um 36. Aber daran merkt man, dass DTG den Fahrrad nicht richtig beachtet hat. Aber egal, nächster Halt ist Hansaring. Umsteigemöglichkeit halt zur RB25 nach Lüdenscheid, zur S6 Richtung Knippes und Essen sowie zur S11 Richtung Bergisch Gladbach und Düsseldorf. Hier geht es auch wieder Anschluss an den ÖPNV, nämlich wieder an die KVB Linien 127 zur U-Bahn Linie 12 und 15. Hier rechts beginnt gleich das Hansaringer Betriebswerk mit dem Fernverkehr, Nahverkehr sowie auch einigen Abstellmöglichkeiten für die Nightjets der ÖBB. So, vor uns gleich die Überwerfung der S-Bahn-Linien 11 und 6 sowie links gleich die Abstellung der RB25 Richtung Lüdenscheid, Overath und Meinertagen. Rechts von unten die Regionalstrecke Richtung Aachen. Wir überqueren auch in geraumer Zeit noch die Strecke des RE7, was jetzt hier auf der rechten Seite zu sehen ist, das Gleis, das ist der RE7. Links davon die Einfädelung der S6 und S11, sowie hier der Wendepunkt der RB25, aber auch der früherigen S13 Richtung Troisdorf. Hier oben die Kölner, die Kölner Brücke Richtung Brühl, Bonn und Hürth, der RB26 und RB48. Rechts davon das BW Hansaring. Hier ein abgestellter Teil 2 zum Weiterfahren in Richtung Aachen oder Siegen. Hier das BW Köln-Hansaring. So, hier steht nämlich die S11 Richtung Düsseldorf. Das müsste die sein. Genau, S11 nach Düsseldorf. Oh, jetzt guck jetzt kurz, Entschuldigung. Wegen Köln Hauptbahnhof ist normal. Ja, daran merkt man PlayStation 4. Schön Performance-Einbruch. Dann plus Schnee auch noch. Ach, herrlich. Jetzt hat es eingepegelt. So, aber die S11 ist nämlich jetzt weg. So, und ich sehe gerade, wir müssen noch ein bisschen vorziehen. Weil sonst würden wir hinten nämlich draußen stehen. So, weil in echt ist der Bahnhof auch noch ein bisschen länger gemacht worden. Wenn echt gab es nämlich jetzt Bauarbeiten am Haltepunkt Hansaring. Auch wegen des ETCS, was hier jetzt verbaut ist. Ja, wir haben jetzt ETCS. Hier in Köln. Das bedeutet, ich glaube, das Signal ist schon drinne. Und ich glaube, das Vorsignal, was hier im Haltepunkt steht, ist noch ohne Einflussung. Ja, es kann mal gut sein, dass du von dem grünen Signal hier eine gewischt kriegst in Köln. So, wir machen zu. So, weil der letzte Haltepunkt für uns ist Köln Hauptbahnhof um 9.38 Uhr. Sie fahren langsam aus, weil wir haben ja Schnee. Und das Schöne, den kriegt ja noch keinen Radschlupf. So, ich sehe da hinten aber schon was stehen. Was steht denn da auf dem Nebengleis? Weil hier steht gern meistens einen N-Wagen von TRI. Aber heute ist es, ne, 100, ist das 85? Ja, 85 von CFL. Schön. Das müsste sogar die Whirlpool gewesen sein, vom Sound her. Das müsste sogar die Lackierung der Whirlpool-Version sein. So, Köln Hauptbahnhof. Großer Umsteigepunkt in der Stadt Köln zum Regionalfernverkehr sowie zu den S-Bahn-Linien und auch zum ÖPNV, weil hier verkehren die Buslinien 171, 72, 73 und 74, die aktuell aufgrund der Corona-Pandemie nicht fahren.
sowie die Stadtbahnlinien 16 und 18 nach Bonn. Aber es sieht ziemlich leer aus hier, obwohl ich in dem neuen Reisemodus bin. Und normalerweise müsste neben uns jetzt ein RE stehen. Hätte auch schon Verspätung zu haben. Hier bleiben wir stehen. Ja, hier bleiben wir stehen. So. Ein letztes Mal Türen auf. Jetzt fehlt da diese schöne Kölner Stimmung hier. Du hörst die ganze Zeit Ansagen, die Blechelse und so weiter und so fort. Aber egal, so, wir machen die Tür nochmal zu. So, gucken wir mal, wie wir abgeschnitten haben. So, wir enden fast mit 10.000 Punkten. Das ist sehr cool. So, wir bekommen für die schöne Fahrt Gold. Ja, sowas. So, wir sind jetzt auf Level 30. So, wir haben gebraucht gut 25 Minuten und 20 Kilometer. Egal. Ich bedanke euch fürs Zuschauen. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir beim nächsten Mal wieder einen Zug durch Deutschland oder den Testring fahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Like da lassen. Ich bin der TSW3-Penter, wünsche euch noch einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das guckt, schönen Morgen, Mittag, Abend oder je nachdem. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.